Heute kommt es zum Duell der Enttäuschten oder auch zum Krisenduell, wenn man es so nennen mag. Der SV Waldhof Mannheim empfängt gleich Dynamo Dresden im Karl-Benz-Stadion. Es ist, wie ich finde, eine bisschen ähnliche Ausgangslage wie vor ein paar Wochen gegen Saarbrücken. Beide Teams wollen aufsteigen, laufen ihren eigenen Ansprüchen aber bislang hinterher. Dresden hat als Tabellen-Siebter aktuell 2 Zähler mehr als Mannheim. Bei Waldhof herrscht weiter große Unruhe. Trainer Christian Neidhardt steht nach 5 Niederlagen aus den letzten 6 Spielen massiv unter Druck. Er hält aber weiterhin das Vertrauen von Sportchef Tim Schork und Präsident Bernd Beetz. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich bei einer weiteren Niederlage heute ändern wird. Fakt ist, dass Waldhof nur Siege helfen, wenn die Aufstiegsplätze nicht schon vor der WM-Pause Mitte November aus der Sichtweite geraten sollen. Bin mal auf die Aufstellung gespannt, vor allem wer Marcel Segert, der nach seiner gelb-roten Karte gegen Essen gesperrt fehlt, als Kapitän ersetzen wird, und melde mich gleich aus dem Stadion. Heute werden 8.500 Zuschauer erwartet, davon knapp über 1.000 Dresden-Fans. Der obligatorische Einlauf. Knapp 50 Minuten geht's los. Ein paar Dresden-Fans sind auch schon da. Gegen Nürnberg war ja die halbe Tribüne voll. Dresden-Fans kommen auch langsam rein jetzt. Waldhof gibt es 3 Änderungen im Vergleich zum Essen-Spiel und Dominik Martinovic ist Kapitän. Bisschen überraschend, wie ich finde.
immer wenn man denkt, Waldhof ist jetzt endgültig in der Krise, gewinnen sie doch noch. Am Ende war es ein knapper, aber letztlich verdienter 2:1 Sieg gegen Dynamo Dresden. Für mich war es die beste erste Halbzeit, die Waldhof in dieser Saison bisher gespielt hat. Ich kann es aber nicht so ganz nachvollziehen, dass der SVW nach der Pause das Offensivspiel fast komplett eingestellt hat. Und ärgerlich war natürlich, dass ich bei den Toren immer zu spät war. Sorry dafür. Falls euch der Einblick dennoch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Bis dann.